Genau, ich würde anfangen gleich mit einer Mini-Umfrage hier. Wer von den Teilnehmenden denn einen Hintergrund hat in Richtung Labor oder Naturwissenschaften? Es geht ganz stark in die Richtung gar kein Hintergrund. Passt. Ja, 10, ha, einer hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Kurzer Intro zu mir oder Disclaimer. Ich habe Chemie studiert und danach eine Doktorarbeit gemacht in Bioverfahrenstechnik. Und jetzt arbeite ich bei Bayer, dem Pharmaunternehmen, und ich bin aber privat hier. Also nichts von dem, was ich sage, ist notwendigerweise die Meinung von Bayer. Eine kurze Intro, wie das aussieht, wenn Menschen forschen. Seht ihr da rechts, ist eine handschriftliche Dokumentation, wenn überhaupt. Wir arbeiten teilweise digital, irgendwie am Computer, aber wir übertragen Dinge normalerweise selbst. Dabei passieren viele Fehler, es gibt viele Blätter und manchmal tun Leute Dinge anders, als das eigentlich gedacht wäre. Also das Ganze sieht manchmal chaotisch aus. Gleichzeitig wird es dann alles kommuniziert in Papern, da schreiben wir alles nieder, was wir so herausgefunden haben, und da wird das alles sehr stark verkürzt, weil wir können nicht die ganzen Laborbücher einscannen, könnten wir schon. Gibt es aber Vorbehalte. Und am Schluss wird das alles kommuniziert, viel in Graphenform. Und das ist alles nicht so ganz maschinenlesbar, wie ihr euch denkt. Und im Labor sieht das dann manchmal so aus. Ganz am Anfang von meinem Projekt muss ich hier zum Beispiel DNA präparieren. Und das ist auch wirklich alles ein bisschen handwerklich. Und so hebt dann das Projekt langsam ab. Und ich habe mich mit einer chemischen Reaktion beschäftigt. Und das hier ist ein Bestandteil der DNA, also der Moleküle, die sagen, wie wir zum Beispiel aussehen oder dass wir ein Mensch sind. Und in dieser Reaktion, hier unten, das ist ein kleiner Zuckerteil und hier oben ist eine Nukleobase, so heißt das, wird mit Phosphat und einem Enzym hier was umgetauscht. Wenn ihr das vergleicht, links und rechts und hier drüben, das geht ab, dieses Phosphat geht daran. Und mit dieser Reaktion habe ich relativ viel Zeit meines Lebens verbracht. Und jetzt stehe ich quasi im Labor. Es ist Minute minus eins vor dem Raketenstart. Ich habe in ein Reagenz unterschiedliche Konzentrationen und die messen wir in Millimolar von diesen Stoffen gepackt. Zum Beispiel wir könnten sagen zwei Moleküle von dem, 10 hiervon und 0 davon. Da habe ich einfach nichts reingepackt. Jetzt gebe ich meinen Katalysator dazu. Das ist ein Enzym. Und das ist mein Zeitpunkt 0. Jetzt warte ich eine Minute. Und was passiert ist, diese Reaktion läuft an. Die Konzentrationen sind nicht mehr die Startkonzentrationen, sondern sie verändern sich. Und wenn ihr dort, am Anfang hatte ich hier 2 und 10. Jetzt ist es nur noch 1 und 9. Und dafür habe ich jeweils eins von denen hier rechts generiert. Und die Frage ist, wenn ich jetzt unendlich lange warte oder zumindest lange genug, was ist dann das Gleichgewicht, das sich einstellt? Was sind die Konzentrationen am Schluss? Und es gibt tatsächlich nur eine Lösung dafür. Und es liegt daran, dass diese Reaktion quasi eine Naturkonstante dahinter hat. Also etwas, was man wirklich messen kann und wo es auch egal ist, wer das misst und im Prinzip auch, wie man das misst. Da sollte immer dieselbe Zahl rauskommen. Und jetzt dachte ich, das ist natürlich super, das kann ich ja dann in Wikidata eintragen.
Und wenn ich mir jetzt nur einen Reaktanten anschaue, einen so ein Molekül, dann zieht das hier so nach unten. Das ist für mich schön, für euch vielleicht wenig beeindruckend. Die Frage ist, wo landet das hier am Schluss? Und warum ist das überhaupt interessant? Das ist eine Karte von allen Reaktionen, die bei uns im Körper ablaufen. Und die Reaktion, die ich untersucht habe, steckt irgendwo hier drin. Und es gibt davon wahnsinnig viele, so viele, dass ich nicht mehr alle Paper lesen kann, die diese Gleichgewichtskonstanten, diese Naturkonstanten bestimmen. Und mich interessiert das aber. Und ich wüsste gerne für jede einzelne Reaktion, wie groß ist denn jetzt dieses Gleichgewicht? Weil, wenn wir alle diese Reaktionen gemessen haben, dann könnten wir ein kleines bisschen besser zumindest verstehen, wie das Leben funktioniert und gegen welche Kräfte wir arbeiten müssen. Weil wenn wir sterben oder wenn eine Zelle stirbt, dann werden alle diese Reaktionen ins Gleichgewicht gehen und was unser Körper tut, ist die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie viele dieser Reaktionen haben wir eigentlich schon gemessen? Ich habe probiert, das bei Wikidata nachzuschauen und ich habe es nicht gefunden. Und ich glaube, das könnte daran liegen, dass es mehrere Probleme gibt. Philosophisch gesehen müssten wir uns fragen, welcher Stoff reagiert da eigentlich mit wem? Und was muss ich davon jetzt eigentlich wirklich alles in Wikidata reinschreiben, um das verstehen zu können? Eine Möglichkeit wäre, dass alle Leute anfangen, ihre kompletten Laborbücher offenzulegen, aber da gibt es große, große Vorbehalte. Und wenn sie das aber nicht tun, ist die Frage, wem vertraue ich eigentlich, dass dieses Experiment ordentlich durchgeführt worden ist und sie zum Beispiel gewartet haben, bis die Kurve wirklich am Schluss ist. Meine Hoffnung wäre, dass wir unser Leben besser verstehen, mit Hilfe von Computern, mit Hilfe von den strukturierten Daten. Und zum Glück bin ich nicht ganz alleine. Diese Reaktion hat zumindest einen indirekten Wikipedia-Eintrag. Das ist eigentlich der Wikipedia-Eintrag über das Enzym, was das katalysiert. Und es gibt andere Wiki-Projekte, zum Beispiel Wikipathways, die genau solches Wissen ordnen und eben strukturieren und strukturiert ablegen. Und das hier unten ist die Active Users per Month Grafik und das sind 10 bis 20. Vielleicht ist es doch ein relativ kleines Feld. Konkrete Fragen, die ich habe, wenn ich jetzt mit Wikidata starte und ich komme aus meinem Laboralltag, ist, wen spreche ich überhaupt an, um hier zu starten? Ich nehme an, ich sollte eine Diskussion führen über genau diese Fragen, die ich vorher gestellt habe. Was genau sollten wir hier eintragen? Sollte das alles in einem Schema sein? Ich habe gesehen, dass Wikidata das jetzt hat. Und vor allem, wie viel muss jetzt sofort in Wikidata eingetragen werden? Und wie ordentlich muss das alles am Anfang sein? Rein intuitiv würde ich sagen, das muss gleich am Anfang perfekt sein, aber dann fangen wir nie an. Und für mich wäre interessant, mit euch jetzt gemeinsam wirklich zu diskutieren, was sind da eure Erfahrungen und was wären eure Ratschläge an mich. Und ich hoffe, dass das dann auch übertragbar ist für kommende Forscher, die sich bei einem Wikidata-Hackathon beteiligen oder einfach in Zukunft ihre Daten strukturiert ablegen wollen, statt nur menschenlesbar in Form von Papern. Das war mein Input schon in 10 Minuten. Ich würde es jetzt gerne interaktiv mit euch machen und einfach diskutieren. Wollen wir auch einen kurzen Poll machen, ob es dazu Fragen gibt? Bitte. Ich kann den Poll nicht beenden.
Haben wir hier Unterstützung von Wikimedia gerade? Okay, ich Lea. gucke es mal an. Wenn ihr Fragen habt, gerne im Text-Chat, könnt ihr direkt an Robert fragen. Ich nehme an, es ist ein bisschen weit weg von eurer Lebensrealität. Kann das sein? Zwei Fragen kommen per Text. Eine Frage, kann die Forschung so viel Qualität schon ertragen? Es ist gerade im Umbruch. Es gibt nicht viel, aber es gibt manche Leute, die in Richtung Open Science gehen und die sagen, es ist ein Problem, dass wir unser Laborbuch nicht komplett offen haben und wir sollten das von Anfang an offen haben. Und ich habe das auch probiert und es ist nicht so einfach, alle Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, weil auch das akademische System, also die Unis, viel danach funktionieren, wer hat etwas publiziert und um etwas zu publizieren, muss man normalerweise der oder die Erste sein. Und die Befürchtung ist, wenn ich alle meine Daten vorher schon offenlege oder offenlege, woran ich gerade arbeite, dann nimmt mir das jemand weg. Und davor haben viele Leute viel Angst. Ich glaube, dass das nicht so schlimm ist, aber ich habe auch nicht so viel zu verlieren. Es gibt natürlich Leute, die einfach schon ihr ganzes Leben darauf ausgelegt haben und die sehr, sehr abhängig von diesen Publikationen sind und sonst ihren Job verlieren. Nicht so sehr in Deutschland, aber in anderen Ländern, weil das System momentan einfach so funktioniert. Prinzipiell ist natürlich die Hoffnung, dass die Forschung sehr wohl diese Qualität hat, dass wir einfach alle so ehrlich sind, nur hochqualitative Studien zu veröffentlichen. Zweite Frage, ob es in der Fachwelt kein etabliertes Schema gibt für die Reaktion. Und da würde ich sagen, nein. Was es gibt, sind Reviews, also Leute, die sich beschäftigt haben damit, was für also Primärliteratur gibt es und die geschaut haben, was haben die Autoren dort geschrieben und was natürlich sehr interessant ist, ist, wenn mehrere Leute dieselbe Reaktion bestimmt haben, kommen da manchmal unterschiedliche Zahlen raus und dann ist die Frage, warum? Und teilweise liegt es daran, dass es doch darauf ankommt, was genau man in diese Reaktion gesteckt hat. Es gibt manche Stoffe, die cross reagieren, also die machen noch was anderes, was ich gar nicht so erwartet hatte und verändern dadurch Gewicht, ohne dass ich daran vorher gedacht habe. Und da wäre es dann wieder interessant, das Laborbuch komplett zu haben, um zu sehen, was genau haben die Leute gemacht. Und das haben wir häufig nicht. Viel ist Auswertung von Papern. Das sind dann normalerweise so 3 bis 10, vielleicht 15 DIN A4 Seiten vollgeschriebener Text. Und wie ihr gesehen habt, das sind sehr, sehr viele Reaktionen. Da werde ich sehr, sehr, sehr lange lesen, um sowas herauszufinden. Ein Vorschlag ist, eine gute Projektseite zu erstellen. Und meine Idee war, ich mache das direkt mit dem Projekt Chemistry, die sich damit, denke ich, schon beschäftigen. Ich weiß nicht, ist der Vorschlag, ein komplett neues Projekt zu erstellen? Dann weiß ich nicht, ob wir da Wikidata zu sehr fragmentieren.
wieder. Okay, wenn wir sind hier jetzt im Diskussionsteil, kann ich vorschlagen, dass ihr, wenn ihr wollt, könnt jetzt auch im Audio direkt mit Robert zu quatschen. Vielleicht geht es ein bisschen einfacher. Aber man kann auch nur im Text schreiben, kein Problem. So, habt ihr noch Fragen oder Vorschläge für Robert? Eine Person schreibt gerade noch. Hoffnungen. Also, Tatsache, ich habe schon Kontakt. Also, das ist wieder das Schöne in der Wissenschaft. Es ist sehr, sehr, sehr international. Und ich habe zum Beispiel schon Kontakt mit jemandem in den Niederlanden, der da auch Interesse dran hätte. Und da meinte, da kennt er schon ein paar Leute, die das vielleicht auch interessiert. Es wird noch angemerkt, ob ich mit Wikidata überhaupt meine Fachcommunity erreiche oder ob das nicht in einem Chemie-Repository ist. Und da ist die Sache, also ich habe gesucht, was für Repositories wirklich es schon geben könnte in Richtung Chemie und Thermodynamik. Und ich habe eins gefunden. Die haben aus einem Journal die thermodynamischen Daten aufbereitet. Und das ist es. Es ging nie darüber hinaus und das Projekt wurde auch 2017 gestoppt. Ich glaube, dass es das nicht ist. Und ansonsten gibt es noch Stiftungen und auch Fachverbände. Und da ist es auch manchmal schwierig, mit den Leuten in eine echte Diskussion zu kommen. Es wird Keymotion vorgeschlagen, was ich tatsächlich noch nicht kenne. Das lässt sich ja jetzt nachholen. Hast du schon gesehen, dass du auch deine eigene Wikibase-Instanz schaffen Ja, könnte ich für habe große es auch. Projekte, die vielleicht zu groß oder zu präzise für Wikidata sind? Ja, ich habe es probiert. Ich habe es installiert. Und dann wusste ich nicht so ganz, was ich als nächstes mache. Ob ich mir erst den Dump von Wikidata runterlade, weil ich ja alle Properties eigentlich weiter benutzen möchte. Und ich möchte es ja auch im Konsens machen. Mit meiner Community und nicht nur für mich selbst werke. Und das ist für mich also die große Chance. Es wird ein Kommentar noch, dass es auch gerade den Virologen wahrscheinlich in Bezug auf Coronavirus helfen würde. Also es gab Tatsache letzte Woche zum Beispiel ein Paper, wie man die Enzyme oder die Proteine vielmehr vom Coronavirus genau annotiert in Wikidata. Und da gibt es ein paar sehr aktive Leute. Ja. Ich befürchte, dass Ihnen die Thermodynamik selbst gar nicht so viel helfen würde. Wunderbar. Wenn du über Wikibase und Wikidata sprechen möchtest, es gibt also nicht im Videodiskussion im Moment, das ist schade, aber auf Telegram und so, mein Kollege Jens Ohlig, er kann mit dir sehr gerne sprechen. Wir haben auch dieses Projekt, das heißt auf Englisch Federation, und die Idee ist, die Ja. Daten und Struktur von Wikidata und eine andere Wikibase zusammen zu verknüpfen. Und das ist noch Work in Progress, aber wir haben viel Interesse an Use Cases, also Leute, die schon eine Okay. Idee haben, was sie machen wollen, und wir können mit dir sehr gerne sprechen. Klingt super. Okay. Ich glaube, das ist es dann, oder? Ihr könnt mich gerne per E-Mail erreichen oder hier auf Telegram, wo auch immer. Und ich würde dann jetzt einfach anfangen zu schreiben an einem Diskussionsanfang und den ins Chemistry
Project reinladen, außer ihr denkt, das ist eine super blöde Idee. Und dann mal gucken, was passiert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann? Vielen Dank, Robert. Also, du bist auf Venulis und Telegram erreichbar. Klar. Es gibt auch diese Forschungskanal auf Venulis. Ne? Ja. Man kann da sehr gerne schreiben und Fragen oder Projekte. Was möchtest du denn am Wochenende machen? Hast du schon Ideen, Projekte? Diesen Diskussionsstart zu liefern. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Wochenende die beste Zeit dafür ist, aber einfach einmal aufschreiben, auch wo ich da momentan noch die Probleme erlebt habe auf Wikidata und einen konkreten Vorschlag machen, wie man das einladen könnte. Am besten mit einem Schema.